Warum sehe ich aus wie ein Playmobil-Ritter? Warum ist hier so ein Loch mit einer Pfütze drin, die lila ist? Ha? In dieser Folge betreten wir eine neue Dimension, den Twilight Forest, und besiegen dort die 8000 Bosse. Der einzige Knackpunkt, wir haben keine Ahnung wie. Aber bevor das hier losgeht, liked schnell das Video, weil sonst springe ich. Ja, ich werde es machen. Ah nein, warum hast du nicht geliked? Ah, du Arsch! Ah. Hier ist eine Küche und Regale. Ja, mit Stove und hier kann man kochen in diesem Kochpopf. Ich habe auch eine Sache gekocht, Beef Stew. Ah, das ist heiß, wenn man da rauf geht. Ja, ja, du kannst auch Sachen rauflegen und dann brutzeln die. Holy shit. Oh, das ist ja geil. Ich würde sagen, wir machen direkt los, oder? Ja, ich will jetzt da reinhüpfen in die Dimension. Und wir fangen an mit dem ersten Portal ins Twilight Forest Dingsbums. Ja. Dazu müssen wir einen Erdring bauen, in die Mitte Wasser packen, Blumen drumherum machen und dann einen Diamanten reinschmeißen. Ah, auf jeden Fall. Hast du einen Diamanten dabei? Ich habe auch einen Diamanten dabei. Boah, du bist so ausgestattet, Bro. So, also das sieht so schön aus. Ist es das hier. Oh, oh, oh mein Gott. Oh, Mann. Oh, oh, Mann. Oh, sorry, sorry. What? Bro, Orville. Let's go. Let's go. Ui. Oh, ui. Oh. Ey. Oh. Warte mal, ist das XP in der Luft? Okay. Nee. Okay, hier kommen wir aber auch wieder zurück. Alles klar. Die Position sollten wir uns merken. Darkness. Ah, was bist du denn für ein Bastard, Alter? Und was hast du da in der Hand? Notes on a stronghold by a forgotten explorer. An explorer's notebook written on a faintly glowing paper. Da steht halt, dass wir in einem Stronghold etwas finden, was uns ermöglicht, in dieses Ding darüber zu gehen. Also wenn wir darüber gehen, werden wir blind. Ich meine, oh warte, was ist das? Was sind das für komische Schatten? Ja. Oh nein, ich bin blind. Ah! Also was müssen wir jetzt machen? Erstmal was finden? Also es gibt einen Boss, mit dem wir dann halt ins nächste Gebiet kommen. Aber ich weiß nicht, ob wir dann das Gebiet da können. Und hier ist eine Structure, die sehr strukturell ist auf jeden Fall. First, so, jetzt komme ich mal daran. Was ist das denn? Firefly Slot Head. Oh lol. Ist der auf deinem Kopf drauf? Kann ihn auf meinen Kopf setzen. No, Ricardo, das sieht ja so fucking cute aus. Oh lol. Ich leuchte jetzt. Ja. Ich habe eine Fliege auf dem Kopf und die leuchtet. Wo hast du die jetzt her? Dann siehst du hier an diesen Bäumen, diese Leuchtdinger da. Oh, ist das ein kleiner Vogel? Töte ihn nicht. Er piepst. Hier gibt's irgendwie so Schweine und so ein Dreck. Hey. Ja. Ich habe was gefunden. Oh mein Gott, ja. Vergiss nicht, dass wir eigentlich Hasen töten wollen, damit wir ein Backpack machen können. Da hinten sind keine Hasen, das sind Steinböcke. Der Chat sagt, wir suchen den Turm. Also das ist, wo wir hin müssen. Okay, also wir haben hier einen Turm. Ja, 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 genau. Dann, also ich suche mal den Eingang. Du suchst tatsächlich einen Eingang, ja. Vielleicht müssen wir uns auch einfach reinschlagen. Hier bietet sich's, glaube ich, an. Oh. Ah, du wirst von denen angegriffen. Ah. Ja, ah, und jetzt das nächste Rätsel. Scheinbar ist es so, dass man die 8 Bosse in einer gewissen Reihenfolge töten muss und vorher nicht in die anderen Dungeons kommt. Okay, dann ist das quasi nicht das Erste, was wir hier haben. Wir müssen einen Nager, dieses Schlangenviech, töten. Ich glaube, das war der Nager. Oh, that's the cutest fucking thing I've ever seen in my whole life. Boom! Also haben wir erstmal diesen Nager gesucht? Oh. Ja, doch, das sieht doch gut aus. Okay, gehen wir hier rein. Hier ist ein Eingang. Ja, das ist auf jeden Fall das, was wir suchen. Nügel. Oh mein Gott, das ist eine Riesenscheißschlange! Ah, ich renn weg! Ist es hinter mir her? Es hat ein bisschen Leben auf jeden Fall. Ja. Abschisseln. Oh, zum Glück habe ich so ein Infinity. Oh, ist er tot? Nee. Ach, der hat verschiedene Teile und wird immer kürzer. Classic. Oh, ja. Trophy. Naga Scale. Oh mein Gott, bist du hässlich. Oh, was bringt mir jetzt den Naga Scale? Daraus kann man eine Rüstung machen. Die ist wohl ein Muss gegen irgendeinen Boss. Mal sehen, ob es jetzt anders ist. Ja. Tatsache. Aber warte, jetzt kann ich das machen? Oh, ich kann auch. Das ist... Ich guck mir das mal von hier draußen an. Ja, das machst du sehr, sehr gut. Ja, jetzt kann ich wohl hinterherkommen. Ah, warum habe ich eigentlich kein Schild dabei? Keine Ahnung. Hier sind ganz viele Bilder. Da ist ein Link. Oh, das sind Bücher. Kommen die von oben? Ah ja, tatsächlich, die kommen von oben. Kämpf gegen Buch. Was? In den Turm hat es dann quasi Mobs geregnet, aber so ein fieser Regen, weißt du, der auch von den Seiten kommt. Und von unten und von oben. Auch von oben. Regen von oben, hast du den schon mal gesehen? Egal. Aber die haben wir relativ schnell alle totgeboxt. Ich hoffe, da ist nicht am Ende noch ein Boss hier oben drin. Oh Gott. Oh, ja. Da ist er. Da ist der Lich. Let's kill the Lich. Hello, Lich. Warte mal, er hat... Wie funktioniert das? Ach, ich werf... Haben wir irgendwie einen Effekt? Was ist... Was passiert hier? Ich weiß... Also, die haben so einen Protection-Magic-Scheiß auf jeden Fall, glaube ich. Ja. Au. Oh. Okay, er kann irgendwie...
Oh, ich bin tot. Er muss zurückschlagen, aber... Ah, okay. Ich habe das Gefühl, ich mache die kaputt. Nee, du musst, glaube ich, direkt auf ihn zielen. Aber nur, wenn ihr die Perlen macht. Ja. Nee. Also doch, doch, du hast ein Schild weggemacht. Du hast ein Schild weggemacht. Oh, okay, okay. Ja, nur noch ein Schild. Ja, auf ihn. Oh, ich hau ihn einfach ganz doll. Oh, wo bin ich? Hauung. Ich sehe gar nichts, sehe ich. Okay. Wir haben ihn. Das ist taktisch gewesen. Das war sehr taktisch auf jeden Fall. Die Krone. Okay. Hast du alles genommen quasi? Ja, ich habe alles genommen. Ich habe aber den Helm. Also du hast die Trophäe. Ja, die Trophäe meine ich, genau. Weil ich habe noch einen goldenen Helmet bekommen und ein golden Chestplate, die sehr nice ist tatsächlich. Zudem habe ich ein Scepter of Life Draining bekommen. Geil. Okay, ich habe das Zepter. Was ma... Oh, damit hat man den Schild. Gehen wir ins Eisgebiet. Schnee. Was seid ihr denn für Wölfe? Oh mein Gott. Holy fuck. Was? Alter, die kotzen. Ja, ich sehe es mir von Weitem an. Die sind richtig schlecht designt. Diese Yeti-Viecher ja. hier? Ja. Die sehen doch cool aus. Nee. Ah, fuck. Komm zu mir, hilf mir. Okay, schieß einen ab. Big Yeti. Weg. Hä? Oh, der nimmt mich und wirft mich hoch. Ich gehe zum Iglo. Ja, eine Eishöhle. In der Mitte ist ein Spawner, wenn ich das richtig sehe. Jetzt hier so diese Mario-Eis-Level-Musik. What ist der Alpha Yeti? Was tust du mit ihm? Was mach ich mit ihm? Was macht er mit mir? Bro, Alter, er wirft mich hoch. Alter, wie viel Eis zaubert er dahin? Mach ich überhaupt Schaden? Natürlich machst du Schaden. Mach ich? Der ist schon selbst tot. Stimmt, ja. Hä, warum treffe ich ihn nicht mehr? Hä, der ist plötzlich auch besiegbar gegen Pfeile oder was? Wir können versuchen, ihn im Nahkampf zu besiegen. Verdammte Scheiße. Wir müssen ihn in diesen Rage-Modus bringen. Und dann können wir ihn aus der Entfernung abschießen. Ich gehe rein. Ja! Nix kann der. Oh Gott. Okay, konnte ich hier nicht was einsammeln? Yeti-Trophy, Alpha-Yeti-Fuhr. Okay. Dann lass uns doch einmal zurückgehen und Sachen abladen. Ja, das war doch ein easy Spaß hier. Ja, haben schon drei Bosse besiegt. Nice. Geht ja. Ich hab 48 Level. Ah, ich kann verzaubern. Okay, Shovel. Oh, ich hab noch Sigtat. Ach, hauen wir einfach mal Unbreaking 3 drauf. Und Sharpness 4 noch dazu. Das ist auch okay. Sharpness. Super, ich habe zum Beispiel eine Sharpness 3. Okay, wollen wir weiter? Ja, können wir gerne machen. Wir hätten jetzt noch die Ice Queen im Eisgebiet. Okay, ganz eindeutig Gletscher. Nein, das ist die Mauer, die den Norden vom anderen Norden abgrenzt. Oh, ja, oh, was bist du? Da. Ja! Wenn du schon die Musik machst. Okay, also was machen wir mit diesem komischen, schlecht generierten Scheiß? Da gehen wir rein und bringen alles um, was da drin ist. Das ist vor allen Dingen so ein What the hell is even that Ding. Also hier geht's hoch. Ja, let's hoch. Eine Holztreppe. Was ist das? Iron Wood Ingot. Wood? Was bist du? Ein Icy Boy. Was? Okay. The fuck? Was hat er jetzt hier rot gemacht? Nee. Oh, das ist hier so ein Jump Ding. Haha, ich bin erster. Nein! Warum sind wir so schlecht da drin? Hä? Während wir uns nach oben durch den Turm gebahnt haben, haben wir haufenweise Loot gefunden mit interessanten Items. Also im Prinzip sind es nur Waffen mit anderen Skins, aber ist nicht Vanille halt. Alter, du Bastard. Hast du jetzt dich gleichzeitig hochgebaut, obwohl ich schon einen Weg nach oben gebaut habe, oder? Hier warst du ja schon, aber hier bin ich jetzt einfach mal rausgeknallt. Wenigstens gucken, weil wir müssen ja in den höchsten Turm, schätze ich mal. Nein, ich dummer Idiot! Hier sieht's anders aus. Ist das so? Oh, warte mal, stimmt, wir haben jetzt hier so Eisplatten. Oh, könnte das sein, dass wir der Sache näher kommen? Ist es Packed-Eis? Hier sind so Glowstone. Oh, Queen. Oh, was sein? Warum? Ich bin noch nicht vorbereitet. Ja, ich wusste ja nicht, dass sie hier direkt spawnt. Die ist in ihrem Hovermobil, Alter. Wir kriegen sie doch langsam down. Oh. Wir können sie auf jeden Fall halt oben halt in die Fresse hauen. Ja, die ist jetzt zum Glück nicht so eine krasse Gefahr. Jawohl! Down gehen sie alle. Seekerbow. Warte mal.
Ich hab dich getroffen, oder? Ah, das ist ein Teleportier. Weiß ich auch, der teleportiert, aber Seekerbau heißt ja wahrscheinlich. Ja, ja, er sucht. Zielsuchend. Boss 4 von 8 war super easy. Jetzt nochmal schnell Loot wegbringen und ein Backpack craften, damit wir nicht alle 10 Sekunden volles Inventory haben. Und du kannst ihn noch customizen. Ja, Mann. So cool. Ja, lol. Wir brauchen einen Swamp. Stimmt. Wir waren noch nicht oben, einfach im Norden. Ja, mal nach Norden. Ja. Das sieht hier irgendwie aus, als wäre das was. Und da ist auch irgendwas rumgelaufen, was ein Minotau sein könnte. Und ich glaube, wir müssen ein Minotau töten. Es ist sehr labyrinthartig hier, glaube ich. Da ist eine Kuh. Ah! Eine böse Kuh. Das ist der Minotaurus? Ah! Ich schätze mal nicht, dass es der Boss-Minotaurus ist. Wahrscheinlich nicht. Aber er kann auf jeden Fall sprinten, so wie es aussieht. Und er kann Kuhgeräusche machen. Oh, hier ist nochmal eine Truhe, Alter. Wollen wir nicht erstmal irgendwie... Okay. Okay, hier sind sehr viele Fackeln. Oh mein Gott. Hm? The fuck? Wer bist du denn? Was bist du? Ah! Ah! Es hat dich! Ah! Es hat dich! Dann töte es! Ach so, okay. Ich fand es lustig anzusehen, deswegen... Schön. So viele Truhen, Alter. So viel Loot. Red Threat. Okay. Warte mal. Fuck? Jetzt habe ich Angst, das aufzumachen. Was hast du getan, dass sie explodiert ist? Oh mein Gott, hier ist ja alles explodiert. Okay, das heißt, es könnte sein, dass die Kiste hier auch hochgeht. Könnte sein. Hm. Okay, sie ist nicht hochgegangen. Ah, doch, sie geht hoch. Aber ich... Ah, okay. Nicht schlecht. Aber ich war verdammt schlau. What the Slimebell! Was ist bist das du? Denn? Was bist du? Ich hab den Boss gefunden, Es ist ein Minoschrom, ist ein Pilzkuh. Ein Schromosaurus? Da bist du! Na dann, let's go. Der kann ja nix, kann der. Jawohl! Down gehen sie alle! Das war ja hart. Oh, ich hab die Steel Leaf Leggings. Willst du die haben? Was? Dann hast du es komplett. The fuck? Dieses Mief Stragonov ist immer ein einzelnes Ding. Weil dann kann ich jetzt die Quest abschließen. Yay! Dann haben wir das hier geschafft. Geilon. Auf geht's zum nächsten Boss. Okay, da ist die Hydra. Wir müssen die Köpfe abschlagen, oder? Okay, das ist immun gegen normale Schüsse. Ich tank ihn. Und dann? Ich lenke ihn ab, oder was? Oh, ja, da ist irgendwas explodiert. Wenn er seinen Mund aufmacht. Dann ballern wir mal hier. Komm her. Alter! Ich hab's von Weitem gesehen. So mag ich die, meine Bosse. Ja! Ja! Ich habe einen Kopf kaputt gemacht! Ja. Feuer, Feuer! Ja, haben wir ihn! Wir haben ihn! Ja! Oh. Was ist da drin? Hydra-Shop, Alter. Fly Blood. Ne, Fury Blood. Ah, hier. Hydra. Wir kriegen. Ah! 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 Warum passiert es? Das war spaßig. Als nächstes müssen wir den Dark Forest suchen, denn dort finden wir den Phantom Dingensbums und den Urghast. Wir sind angekommen am Dark Forest. Jetzt ist die Frage, können wir rein? Das ist ein wirklich sehr darker Forest. Ich habe den Eingang gefunden. Ich habe den Eingang gefunden. Kommst du zu mir? Warte, ich habe auch irgendwas gefunden. Bist du jetzt schon tiefer gegangen? Nein. Was für ein ekelhaftes Geräusch er macht. Lol. Hä? Ist er weg? Nee, ich habe die obere Hälfte gekillt. Es ist ein bisschen so wie Füchse klingt das, wenn Füchse schreien nachts im Wald. Lol. Oh! So funktioniert das also. Wo wusstest du das? Ich hab's einmal blind ausprobiert und es war sofort richtig. Du bist klug. Ich würde sagen, wir haben wieder ein Labyrinth entdeckt. Hey, cool, toll. Na dann, let's go ausleuchten. Als ob ihr direkt beim Bossraum reingekommen seid. Okay, das sieht irgendwie das ist crazy er. Aus. Das ist der Night, das ist das Night Phantom, definitiv. Na dann, let's kill. Ganz ehrlich, es sieht zwar so aus, aber wir hatten eigentlich gar keinen Plan, was wir tun. Also haben wir einfach nur draufgehauen. Und es hat irgendwie funktioniert. Und wie auch bei allen anderen, gab es wieder netten Loot zum Mitnehmen. Einmal Loot mit alles zum Mitnehmen, bitte. Lecker, Schmecker und wieder ein Boss geratzt. Also nächster Boss. Jetzt können wir in den Urghast Tower, wenn ich das richtig sehe. Ja. Hm. Mal gucken, ob der in dem Dark Forest Center ist. Oh, da leuchtet was rot. Das ist der Urghast Tower mitten im Zentrum des Waldes. Ich dachte, oh Gott. Das sieht wieder aus nach einem übelsten Labyrinth. Ja, und irgendwas schießt hier noch rot entlang. Oh. Siehst du diese Partikel? Was ist das? Wie hast du es aufgemacht? Hä? Was sind denn das bitte für coole Blöcke? Nice. Ein Ghast. Ein Overworld-Ghast. Oh, da ist ein Golem. Da ist ein Golem. Abenteuerzeit. Aber das ist doch mal wirklich was anderes, Ricardo. Also ich finde, das ist doch mal interessant. Irgendwas ist hier. Ach, das ist eine Wolke. Mein, wo ist der denn überhaupt? Ja, die sind in den Wolken, glaube ich. Oder ganz merkwürdig. Da ist der. Ah, ich habe ihn einmal gehittet.
Sehr gut, sehr gut. Und dafür gibt's kein Achievement, weil das ein anderer Gast ist. Okay, Urgast. Was? Urgast, oh, Urgast. Oh, ist der gruselig. Warum? Kann ich dir jetzt nicht zurückschleudern oder was? Hä? Oh! Das sind Tränen. Spawnen die kleine Minigasts? Alter, was ist denn das bitte für ein kranker Gegner? Der heilt sich. Nein. Also, den Schaden, den man macht, ist echt, der ist marginal mit dem Bogen. Also, man macht gar keinen Schaden. Oh man. Ah, man muss sie mit seinem Plättchen hier aktivieren. Aktivierung. Okay. Er blutet oder was? Ja, ich mache ihm Schaden, glaube ich, oder so. Ja. Stimmt, du dicke Sau. Guck mal, es macht jetzt Musik, das heißt, es ist geladen. Wir müssen Boy herlocken. Ah. So, Boy ist da. Oh. Auch nicht mit Schwert. Ah. Boy ist tot. Nee. Oder? Fast. Einmal noch? Einmal noch. LOL. Ich habe ihn noch einmal mit dem Pfeil abgeschossen. Hey, ich habe ihn auch mit dem Pfeil abgeschossen, Gott verfickt. Oh, was für ein ätzender Boss, Alter. Carminite. Fairy Tears. Wow, cool. Hätten wir das auch abgehakt. Aha. Doch nun war es endlich soweit. Das besagte finale Plateau ist endlich zum Greifen nah. Mit dieser Lampe, die wusch macht und dadurch die ganzen Dornen so. Und dann sind wir da an diesem leuchtenden Schloss und dann war da drin nix. Weil der Mod seit 2017 scheinbar nicht weitergebaut wurde. Ja, das jetzt ein bisschen ödes Ende. Nun gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Liked und kommentiert. Und wonach denkt ihr, dass Ricks Füße riechen, ha? Ja, ich weiß es, aber ich sag's euch nicht. Bis dann!